echt keinen Plan, was ich hier machen soll. Super. Was würde denn ein kurzes Let's Play? So kann ich das doch nicht zeigen. Naja, schauen wir mal. Oh! Und wie kommt jetzt das zustande, bitte? Okay. Ich nehme an, wir sind wieder da. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Muss ich das jetzt irgendwie wegräumen oder was? Ja, was muss ich denn als nächstes machen? Dies hier muss doch bestimmt irgendwie weg, dass ich da eine Treppe hoch kann, oder nicht? Bitte? Ne, hier ist nichts mehr, was ich machen kann. Ich habe jetzt wenig... Was war denn jetzt? Press E. Habe ich. Was wollt ihr jetzt von mir? Okay, what next? Ist sonst vielleicht noch irgendwie ein Gegenstand, den ich irgendwo hinschieben muss, irgendwo hintransportieren? Ich hoffe doch, weil das war ja eben schon, ne? Zufall, Glück, Vorsehung. Nein, ich weiß auch nicht, was das war, aber es war jedenfalls nicht so geplant, wie es letztendlich sein sollte. Vor allem war es mir doch ein bisschen schleierhaft, wie ich denn plötzlich da einen Stuhl hinlegen konnte. So, hier komme ich nicht lang. Da ist das Klo, aber ich würde doch so gerne immer noch. Lasst mir doch einfach nur die Toilette. Aber naja, gut, dann streuen wir halt noch weiter durch diese Institution. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich bin völlig ahnungslos. Ich bin so unwissend. Dabei wüsste ich doch so gerne. I want to know. But I don't know anything at all. No, I don't know anything at all. Und ich sollte verdammt nochmal aufhören zu singen. Das wäre vielleicht von Vorteil. So, und ich muss das hier auch fertig kriegen. Ich habe heute noch eine andere Aufnahme vor. So, was ist das hier? Was bringt mir das? Einmal eh, nee, bringt alles nix. Was bringt das hier? Auch nichts. Jetzt sind wir schon wieder am Punkt angelangt, wo wir nicht wissen, was zu tun ist. Oder zumindest ich. Ich denke mal, die Leute, die dieses kleine Spielchen schon gespielt haben, werden jetzt in den Monitor schreien. Junge, mach doch was. Tu das Richtige. Versag nicht ständig. Aber ich bin wirklich gerade ratlos. Mal wieder. Ich könnte eine Komplettlösung konsultieren, aber das wäre nicht cool. Weißt du, das wäre... Ja, das wäre sogar relativ ungeil. Ich muss doch das jetzt hier bestimmt irgendwie aus dem... Wieso E? Was ist denn hier? Ja, dann drück. Mach doch. Hier. E. E. Mehrmals. Ich drücke E mehrmals. What have I done? What the fuck? Ah. Ich habe die Tür geöffnet, bringt mir aber nichts. Jetzt kann ich wieder die Klappen aufmachen, bringt mir genauso wenig. Was muss ich denn jetzt machen? Ah. Ich muss hier doch irgendwie durchkommen können. Mach auf, geh vorbei.
tu was. Denn nicht. Damit kann ich nur die Tür aufmachen. Feueralarm kann ich nicht auslösen. Das bringt mir alles nichts. Freunde, Cut. Gleich geht's weiter. Wenn ich das wirklich hier als ein YouTube-Video machen würde, dann wird das hier wahrscheinlich insgesamt 2 Stunden gehen und es würde nichts passieren. Nichts. Ich muss das hier doch bestimmt irgendwie... Oh, was? Nochmal E? Ist das wieder die Tür? Nee. Hi. Oh. Hi. Oh, sehr gut. Dann muss ich das tatsächlich da irgendwie wegräumen. Okay, dann machen wir das. Jetzt bestimmt die Schränke und dann können wir endlich weiter. Haha. Haha. Ja. Ah, das Leben hat mich wieder. So, und jetzt will ich aber mal ordentlich den Schrecken sehen. Bitte. Das wäre nett. Ich habe Bock auf Schrecken, auf Horror, auf Terror, auf Herzinfarkt. Gibt es mir. Gibt es mir richtig hart. Okay, hier ist nichts weiter. Aber jetzt können wir endlich hier durch. Oh, das macht mich so glücklich. Hier wird mit den Erwartungen des Spielers gespielt. Jetzt brauche ich sicherlich hier eine Brechstange oder sowas. Oh, fuck. Wo geht's hier lang? Stay left. Okay. Wird gemacht. Wo bin ich hier? Überall diese Wege, das ist hier verwinkelt und verschroben, es ist rein zu doll, aber es passiert im Moment wirklich nichts. Aber muss es auch nicht immer, es muss nicht am Laufen, müssen nicht am laufenden Meter Jumpscares sein. Fuck you. So, hier, ich will mein Rohr. Greif das Rohr. Greif es dir. Denn nicht. Gibt's hier nichts? Oh, hier sind aber Blutspritzer auf dem Boden. Dazu komme ich noch. So, dann gehen wir mal dahin. Gehen wir mal ins Rotlicht. Verzeihung. So, WC. Da kommen Stimmen vom Klo. Wieso kommen da Stimmen vom Klo? Noch nicht mal in Ruhe kacken kann man hier. Das, okay, ich sage nichts. Tut mir leid. Aber wir gehen jetzt mal die Treppe hoch. Hier geht es nicht lang. Hier geht es tatsächlich nicht lang. Und ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Muss ich vielleicht wieder irgendeinen Schrank aufmachen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also bisher musste ich keinen Schrank öffnen. Ist hier irgendwas? Ich drücke jetzt überall E. Es muss ja irgendwo was sein.
Freunde, ihr macht mich fertig. Wieso tut ihr mir das an? Wieso könnt ihr keine klaren Anweisungen geben, wenn es hier ums Spiel geht, ums Tun und Machen? Ist es denn so schwer? Ja, aber hier mit dem Rohr kann ich nichts anfangen. Hier gibt es auch nichts weiter. Irgendwie springen bringt mir auch nicht viel. Komm, da muss irgendwas bei den Toiletten sein, dass ich das ja auch nicht nehmen kann. Ich meine, ich muss doch irgendwie diese Tür aufkriegen. Das steht doch mal fest. Diese Blutspritzer, die im Übrigen irgendwie ein bisschen in der Luft schweben, müssen doch irgendwas... Ah, hi. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Machen Sie auf. Also komm, kannst du doch jetzt wirklich mal... Na gut, dann gehen wir halt dahin, wo wir das erste Mal reingeguckt haben. Weil das wird bestimmt aufgehen. Ist schon einmal. Nee, das war der gar nicht. Mein Fehler. Jetzt ist das offen. Jetzt mal, als ob... Mal ernsthaft. Ja, dann geh da jetzt aber auch bitte rein. Komm, das ist jetzt auf. Jetzt kannst du da auch reingehen. Zurück. Na, zurück werde ich doch bestimmt nicht gehen müssen. So, Taschenlampe an und durch. Durch. Gehst du durch? Kann ich irgendwie was wechseln oder so? Nee, hier kann ich nichts machen. Ich meine, ne, es ist zwar kaputt und so, aber es bringt mir letztendlich nicht viel. Dann mache ich mal das Klo hier kaputt. Vielleicht geht das ja. Auch nicht. Hörst du? Geht nichts. Ah, so läuft der Hase. Jede Tür wird jetzt mit einem Quietschen geöffnet. Da passiert doch bestimmt gleich irgendwas. Oh, fuck you, meine Fresse. So, ist meine Webcam noch richtig? Da habe ich auch vor Schreck den Chat angemacht. Alter. Nee, guckst du jetzt nicht nochmal rein. Oh, meine Herren. Das war laut. Oh, nicht nochmal. Oh, jetzt kriege ich echt Panik. Vor jedem Scheiß... Oh. Vor jeder Scheißtür, weil die haben mir auch die Lautstärke richtig aufgerissen. Ach, mein Herz brummert. Ist mir schlecht. Jetzt ist mir wirklich schlecht. Es kann passieren, dass ich bei dem Spiel sterben werde. Nee, nicht cool. Nicht cool. Mir geht's gerade echt nicht gut. Ohne Scheiß, mir geht's gerade echt nicht gut. Ich habe da auch Stifte gefunden. Wozu brauche ich denn die Stifte? Ich
will das nicht mehr. Vor allem jetzt ist ja überall das Licht aus. Kann ich ja im Grunde auch nicht mehr viel machen. Oh, mein Herz, ey. Das war zu viel für mein kleines, schwaches Herz. Oh, meine Herren. Hier, Within Deep Sorrow. Nicht mit Commander, Freunde. Nicht mit Commander. Oh, kann ich wieder? Mach doch die Taschenlampe an. Die kann doch nicht wirklich jetzt aus sein. Oh, Mann. Oder muss ich mich hier jetzt doch hochziehen lassen? Nee. Mach auf, mach auf, geh rein. Autschen. Komm, kannst du nicht wieder einfach rausspringen? Wie ein Mann. Ja, press E. Lustig seid ihr. Komme ich jetzt hier einfach wieder raus? Nee. Ich drücke E. Es passiert nichts. Jetzt. Ah, danke schön. Ich sehe, die Leiter habe ich noch nicht mal gesehen. Ich sollte nicht so laut stellen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich drücke jetzt nicht E. Ich will das alles nicht mehr. Ganz im Ernst, ich will das nicht mehr. Das ist so schlimm. Okay, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo ich nicht weiter weiß. Jetzt schon nicht. So, hier geht es wieder raus. Raus müsste ich theoretisch nicht, aber ich gucke trotzdem nochmal. Ich presse E und es passiert nichts. Hier, drücke E, tue ich, nichts passiert. Oh, ey, mir geht's echt nicht gut gerade. Das war zu viel für mich. Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas habe ich jetzt gemacht. Okay, ich weiß nicht genau, was ich getan habe, aber irgendwas werde ich getan haben. Wahrscheinlich komme ich jetzt in das oberste Stockwerk. Ich denke schon. Da wird jetzt... Da wird jetzt frei sein. Ja, jetzt komme ich auch wieder raus. Schön.
Your subconscious level is rapidly increasing. Wieso habe ich jetzt wieder so ein Zeit? Verstehe ich nicht. Wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich will nicht sterben. Wo bin ich denn hier? Ne, hier muss ich nicht lang. Fuck. Fuck. Echt. Fuck. Fuck, ich will das nicht. Was muss ich tun? Oh, danke schön. Danke schön. Eine Glühbirne auf die Lampe geschraubt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich fange gleich an zu heulen. Oh je. Ja, bei diesem Spiel könnte es auch definitiv passieren, dass ich anfange zu weinen. Wundern. Fick dich. Fick dich. Oh, Exit. Dankeschön. Das wollte ich sehen. Und wieso gehe ich Idiot da nicht einfach rein? Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Weißt du? Einfach so in den Exit zu gehen, wäre nicht cool. Ich bin ja, ne, Gefahrensucher und so. Look what you made me do. Wer spricht da? Ich weiß es nicht, aber wir werden es rausfinden. Hoffe ich. Eigentlich nicht. Wahrscheinlich bin ich das. Und ich träume von Schule, dass alles so furchtbar gewesen ist. Und es ist so furchtbar. Oh, hier, Musikunterricht. Hier, mach mal an die Schose. So. Damit kann ich nicht um. Ich bin zwar einigermaßen musikalisch, aber ich kann keine Noten. Leider. Steht da noch irgendwas geschrieben? Nee. Komm, wir gehen mal lieber raus, bevor es Probleme mit YouTube gibt. Was ist denn das jetzt für ein Geräusch? Weiter. Ne, hier war ich. Dann müssen wir doch hier lang. Das ist meine Orientierung. Kreuz und Rüben, sag ich euch. Kreuz und Rüben. Komme ich hier rein? Nein. Das ist doch gut so. Hier komme ich aber auch nicht rein. Gut, das haben wir ja jetzt hier schon mal gesehen, ne? This lesson will never end. Oh, oh Gott. Thompson Barker, please come to the general office. Was ist denn da? Quiet exams in progress. Ja, toll. Ihr fickt die Hände. Ja, ist ja gut. Und die haben die Saukulisse denn noch in den bestimmten Momenten so aufgerissen. Das ist nicht cool.
hier ist der Exit. Bin ich quasi einmal im Kreis gelaufen. Das ist aber okay. Oh, das ist alles okay. Überall, wo nichts passiert, ist mir das gerade recht. Oh, Gottes Willen. Oh, Mann, Mann, Mann. Fick doch die Scheiße. Okay, hier geht es nicht weiter. Irgendwas muss ich machen. Frage ist bloß was? Fuck. Ey, fuck. Fuck, 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 die fuck, fuck, fuck. Also hier muss ich bestimmt nicht nochmal runter, weil da ist nichts mehr. Hier jetzt aber auch nicht. Oh Gott. Horror. Furchtbar. Let's play Horror. Horror-Let's-Plays, meine ich. Noch viel furchtbarer. Direkt aus der Hölle, Freunde. Hier ist nirgendwo was. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bin ratlos. Mal wieder, vollkommen. Komm, reißen wir nochmal die Musik an. Muss ja irgendwas bringen. Ah ne, geht gar nicht mehr an. Warte, hier ist. Hier kann ich was machen. Ah, ein Schlüssel! Scheiße! Ich freue mich zwar, aber irgendwie auch nicht. Will das eigentlich gar nicht. Ich will diesen Schlüssel nicht. Nehmen Sie ihn wieder weg. Bin nervös. Scheiße nervös. Oh, da ist Blut. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Oh, fuck. Barkers Diary. Wie benutze ich das? Nee, das ist der Chat. Was soll ich denn jetzt mit dem mit... Jetzt... Hä? Are you fucking kidding me? What am I doing? I don't know... Oh! Gänsehaut. Meine Fresse! Und da bin ich wieder wach. Das war's schon. Ach, war aber ein netter kleiner Happen. Ein fuchsiger Traum von einem Mann. Schulträume, Freunde, sind immer die schlimmsten. Also da war jetzt nicht viel. Waren jetzt wahrscheinlich zwei Teile, nehme ich mal an. Würde ich mal fast annehmen. Ja, aber es war nett. Das war Within Deep Sorrow. Mal wieder ein kleiner Horrorhappen für zwischendurch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bei irgendwas anderem. Ich bin der Janno. Macht es gut. Ciao.